Momentan ist relativ Ruhe am Wolfgangsee und bei der Schafbergbahn. Aufgrund der Beschränkungen sind ja die Beförderungen momentan nicht zulässig. Aber mit einem kleinen Teil der Mannschaft werden natürlich angefangene Sanierungsarbeiten und Projekte fertiggestellt. Eines davon ist gleich rechts bei uns, das ist die MS Österreich. Bei der wurde ein zweiter redundanter Antrieb, wie es gesetzmäßig erforderlich ist, eingebaut. Und diese Arbeiten sind kurz vor der Fertigstellung. Ja, wir befinden uns hier jetzt auf der MS Österreich. Noch sieht alles aus wie eine Baustelle. Und in der kommenden Woche werden hier die letzten Arbeiten durchgeführt. Und es wird das Schiff auf Vordermann gebracht. Es wird zusammengeräumt, gesäubert. Und dann warten wir, dass die Saison losgeht. Ein Prunkstück dieser Umbauarbeiten ist bereits fertig. Das ist der Führerstand. Und auf diesem Führerstand, da gehen wir jetzt hinauf. Ja, was ist neu? Der Führerstand wurde komplett adaptiert. Wir befinden uns hier jetzt auf einem Mittelführerstand, der dem neuesten Stand der Technik entspricht, wo alle Anlagen in Griffnähe sind, wo Radar, wo Bildschirme und so weiter dementsprechend angeordnet sind. Und dies ist auch der Führerstand der Zukunft. Zukünftig sollen auch alle anderen Schiffe dementsprechend ausgeführt werden. Wir sind jetzt hier in der Remise der Schafbergbahn. Momentan ist Ruhe, aber in Kürze geht es dann wieder weiter. Hier sind auch einige Arbeiten über den Winter passiert. Wir sind kurz vor der Fertigstellung. Rechts sieht man jetzt die Lok, die generalsaniert wurde. Diese bekommt dann in Kürze noch einen neuen Anstrich. Aber abseits von der Remise der Schafbergbahn wird natürlich auf der Strecke gearbeitet. Hier erfolgt die Sanierung der Schafbergbahn, die 2018 begonnen wurde und jetzt fortgesetzt wird. Hier wird gerade im Abschnitt Dornalm Schafbergbahn Schafbergalpe gestopft, Gleis gerichtet und nächste Woche starten wir dann mit der Sanierung oberhalb der Schafbergbahn. Hier wird dann noch bis Mitte Mai hinein das Gleis getauscht und gewechselt. Trotz der ganzen Einschränkungen sollten die Bauarbeiten planmäßig fertiggestellt werden und der planmäßige Termin wäre der 15. Mai.